Ach, Silvia, Forrester Wave, erstmal dein Wettbewerber F kommt vor G. Ne? Also, ich sage zu den Jungs immer, die Förster und Gärtner, ne? Ja, das hören die besonders gerne. Das ist okay, das ist das Wichtigste, was du willst. Ja, Förster und Gärtner. Die Förster machen nur alle 2 Jahre so ein Ding zu Content Services und ECM. Aber die haben mal was anderes gemacht. Da gehe ich mich mit an solchen Sachen wie Cloud-Based Dynamic Case Management. Was ist das? Elektronische Vorgangsbearbeitung, BBM, elektronische Akte und ein bisschen Records Management. Das in der Cloud. Ja? Man muss ja auch was Neues erfinden. Also nicht nur Gartner, die größten weltweit dieser Art sind, sondern auch die Förster erfinden mal was selber. Und dann kommen solche netten Grafiken, wo man gucken kann, na, wo bin ich denn? Und da sind so die ganz neuen Sachen wie RPA, wer weiß, was RPA ist, Hand hoch. Robotics, Process Optimization, also kleine Programme, die man wieder auf den Klienten hat, die dann irgendwelche Prozesse automatisieren. Und dann fragt man sich, soll das unter Kontrolle des Unternehmens sein oder macht das jeder für sich? Aber das ist eine andere Frage. Unsere Freunde von Gartner, hier, jetzt sage ich es, Content Services Platforms. Ich warte immer noch auf den Quadranten für Content Services Applications und Content Services Components und Content Services Blablabla, was ihr da sonst noch habt. Sind immer die gleichen Anbieter. Warum der IBM da oben ist, weiß keiner. Microsoft, das ist eben dieses grüne SharePoint und Office 365. Und dann sind das Unternehmen wie Highland und OpenText. Ne? Da unten gibt es noch so Unternehmen wie Documentum, die abgestürzt sind. Also, was interessant ist, hier sind auch deutsche Unternehmen mit drauf, wie DocuWare, in Österreich ist drin Fabersoft. Also, die Jungs blicken auch nach Europa. Was man nicht machen darf, sind die Dinger vergleichen. Ich mache das aber jedes Jahr, weil ich dann immer gesagt habe: Lest bitte den gesamten Text, der auch mit ein bisschen Gefühl komplett zu finden ist, ohne seine Daten abgeben zu müssen. Mehr darf ich offiziell nicht sagen. Ja, es gibt aber was anderes Schönes. Wenn man ein bisschen sucht, findet man nämlich auch, dass die einzelnen Funktionalitäten auch mal differenziert auseinandergezogen sind. Ja? Also nicht nur immer nach diesem Bildschirm, wo ich mal potenzielle Anbieter, sondern die einzelnen Funktionen gibt es auch separat. Und was den Gartner immer gerne verheimlicht, die machen dieses Thema Content und Platforms auch für andere Produkte. Ist das deine Abteilung, die diesen Sinn gemacht hat? Ja, also Content Collaboration Platform und da sind ein bisschen andere Anbieter, da sind dann so Microsoft, Google Box und diese alle heißen. Ja, die finden sich aber überall auch. Auch die Dinger darf man nicht vergleichen, habe ich gemacht. Es gibt auch einen schönen Hype-Cycle, da ist nichts mehr drauf, so von Enterprise Content Management. Enterprise Content Management, Content Service, das ist alles also ganz weit rechts. Ja. Matur kann man kaufen, kann jeder, sollte jeder haben, wer es nicht hat. Auf die 10 Trends gehe ich nicht ein, weil das sind andere, als du vorhin gezeigt hast. Ich will dich nicht in Verwirrung stürzen, aber das ist nämlich eine andere Abteilung. Das ist die Jungs, die EEM machen. Nee. Bist du das auch? Nee. Okay, andere Abteilung. Zum Abschrecken, es gibt auch noch andere Untersuchungen, beispielsweise Go to Crowd. Da kann man selber das eingeben. Die arbeiten mit so kleinen Icons, da muss man wissen, welche Firma denn so dieser rote Ball mit dem Dingofen ist. Xerox, ja, da kann man auch Aktionen starten, dass man ganz weit nach oben kommt. Das ist aber auch, hatten wir letztes Jahr mal so ein Ding. Aber auch hier ganz schön, man kann ja auch jetzt inzwischen Sichten machen. Kleine Unternehmen, große Unternehmen und dann gucken, wo ist denn da wer wie positioniert. Dann gibt es so ein ähnliches Ding noch von Nucleus, also insgesamt gibt es 12, 13 dieser Dinger, kaufen Sie nicht die von den Indern. Die Indern machen die Dinger immer erst, wenn sie genug Leute zusammen haben, die eine Studie haben wollen, aber wollen Vorkasse haben. Also fallen Sie nicht auf diese indische Anwendung, den indischen sogenannten Superanalysten rein. Dann sind sie sehr frisch, ja. Ja, also, wie gesagt, ECM Value Matrix, da sind immer die gleichen Verdächtigen, jeder sieht ein bisschen anders aus, jeder hat ein bisschen andere Kriterien. So, ja,
Tut mir leid, dass das so schnell war, aber Sie haben die Links dazu und wir sind jetzt auf Folie 102 schon. Also dahinter liegen noch massenweise Texte, Erklärungen und so weiter. Für zu Hause nachlesen. Also Sie gehen nachher hier raus und jeder verpflichtet sich, alle Folien, wenn sie denn morgen bereitgestellt sind, nochmal zu lesen. Versprochen? Ja, dann zeige ich noch 10. Genau genommen 15.